Am D, Race Redenion. Ubisoft. Dunia Engine. Far Cry 5. Und damit wünsche ich euch ein herzlichstes Willkommen, meine Freunde. Der LS Hedeberg ist wieder zurück auf YouTube. Man kann es gar nicht glauben, aber es ist die Wirklichkeit. Und ja, ich habe mich einfach auf dieses Spiel fixiert, Freunde. Es kamen jetzt keine Videos mehr, weil ich habe gesehen, so, Battlefield 1, da wolltet ihr nicht so viel sehen. Und PUBG kam nach einer Weile auch nicht mehr so gut an. Und ich habe einfach auf dieses geile Game gewartet. Es ist schon wirklich jetzt ein Jahr her, glaube ich, dass ich... Ein Jahr? Vielleicht ein paar Monate her, dass ich ein Video hochgeladen habe. Aber... Nichtsdestotrotz geht der LS Hedeberg jetzt wieder steil. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Let's Play und ich hoffe, ihr könnt mich ertragen. Wir gehen auf neues Spiel, stellen die Schwierigkeit auf normal. Wir sind natürlich ein waschechter Kerl, ein waschechter Officer. Und ja, wir bestätigen, dass wir ein Mann sind. Hoah, wir sind männlich. Jawohl. Ich wünsche euch viel Spaß beim Intro, meine lieben Freunde. Wir hören uns dann gleich wieder. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Montana, Big Sky Country, der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant, es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit, dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier, vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Alter, was macht ihr denn? Service lost. Hey, Rookie! Rookie! Du verschwendest nur Zeit, hier gibt's kein Netz. Wir überqueren jetzt den Henbane. Oh, fuck. Da ist er, verrückter Schweinehund. Mein Gott. Wir sind offiziell im Peggyland. Wie weit ist es noch? Weit genug, um den Plan zu ändern. Wir könnten einfach umkehren. Soll ich denn einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron.
Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph Seed, das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad, ich brauche Verbindung zur Leitstelle. Whitehorse an Leitstelle, over. Aaron, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen, over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Verstanden, over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Brad. Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys. So nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Ach, das ist eine schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Red, hab verstanden. Leitstelle, bitte melden. Ich höre. Wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann, wenn nötig, auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst. Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden? Rookie! Alles klar, Leute. Aufpassen. Los geht's! In der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Augen auf. Diese Leute kriegen leicht mal einen Schreck. Rookie, zu mir. Locker bleiben. Was wollen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts an. Sheriff, mir gefällt das nicht. Alles in Ordnung, Max. Alles ist in Ordnung. Und Gültiger, ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Ja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Meine Waffe werden sie respektieren. Dann kann nicht jedes Problem mit einer coolen Alter. Also wenn man schon die Cops für sich gekauft hat, sag ich mal, dann hast du schon gewonnen. Aber ich hoffe, dass Joseph Seed nicht gewinnt, Freunde. Wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Hudson an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Okay, folge mir. Und du? Mach einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. In der Todesanzeige. Wird schon werden. Das hoffe ich doch. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen, unsere Waffen, unsere Freiheit, unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, na los. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur Scheiß drauf.
Joseph Seed! Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Nein! Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment! Nehmen die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh! Treten Sie vor! Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkerl-Handschellen an. Gott wird es nicht zulassen. Leute, sollen wir das wirklich machen? Weil ich glaube nicht, dass sie so begeistert sind, wenn wir jetzt dem Handschellen anlegen. Und ich möchte mich ganz kurz entschuldigen, dass das so im Hintergrund ein bisschen leckt. Leg die Waffen nieder. Nimm deine Freunde. Geh einfach weg. Nein, ich verhafte dich schon, aber ich will mich nochmal entschuldigen, aber ich stelle das gleich um, keine Sorge. Und jetzt verhaften wir Joseph Seed. Komm schon, Rookie. Das wird safe nicht klappen. Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. Ubisoft präsentiert. Gehen wir. Ja, sofort. Ich muss ganz kurz was gucken, Freunde. Und zwar, was ist denn hier los, Mann? Kann das sein, dass es wegen Vollbild nicht ist? Ja, es ist wegen Vollbild nicht! Sorry, Freunde, jetzt geht's weiter! Schauen wir mal, ob die uns gehen lassen. Wir müssen verdammt nochmal hier raus. Marshall, geh vor, wir bleiben oh, fuck. Lass das nicht zu! Das wird safe nicht klappen. Das wird safe nicht klappen, Freunde. Ich glaube nicht, dass sie ihr Heiligtum einfach so sich wegnehmen lassen. Das glaube ich nicht. Ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Oh fuck, schnell, los, 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 los. Wir müssen wirklich schnell machen jetzt, Freunde. Der hat irgendwas geplant, Freunde. Joseph hat irgendwas geplant, ich sag's euch. Das wird safe nicht klappen. Eine Produktion von Ubisoft Montreal Toronto. Oh, Alter! Was mit ihm los? Yo! Alter. Das kriegen wir nicht hin, das wird ein Sturzflug, Mann. Fuck! Far Cry 5. Ach du...
ist der Sheriff hin? Und die bessere Frage ist, wo ist Joseph? Oh fuck. Alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Ja, Vater. Du seist gepriesen. What the fuck? Die gehört auch dazu? Oha, die wusste Bescheid. Niemand kommt, um euch zu retten. Der Herr hat dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die Boten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen. Lass die Ernte beginnen! Oh fuck. Scheiße. Sofort raus hier! Scheiße, komm schon, komm schon! Komm, 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 komm! Raus hier, raus hier, raus, raus hier! Lauf! Fuck, Alter, weg hier, Freunde! Oh, shit! Fuck, 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 fuck! Wohin? Ich weiß nicht, wohin! Ich schätze mal erstmal Hauptsache in den Wald. Ja! Komm, 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 wir müssen wieder auftauchen. Komm, 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 komm. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Das ist eine Hütte. Gönn die zu uns? Schleichen. Die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn Gegner dich bemerkt haben. Wenn sie voll ist und anfängt zu blinken, wurdest du entdeckt. Hast du dich einem Gegner unentdeckt genähert, dann drücke F, um einen leisen Takedown durchzuführen. Okay, der gehört safe nicht zu uns. Wenn die uns jetzt schon das geben, diesen Tipp, Freunde, dann gehören die nicht zu uns. Ich weiß bloß nicht, ist das der einzigste Gegner da? Und wo sind die anderen Gegner? Matthew, es ist schlimm. Das war ein Hinterhalt. Er ist tot. Wir müssen diese Sünder finden. Komm zum Sägewerk. Ich warte hier. Ich brauche hier Hilfe. Die Sünder könnten überall sein. Hört ihr mich? Wir haben ein Problem am Schnauze. Sägewerk. Kann man den irgendwo hinlegen, wo den keiner finden kann? Ich lege ihn mal hier hin. Ja, genau. Bleibt einfach liegen. Ich würde lieber auf die... Oh, das war falsch. Inventar. Ich würde gern meine... Ah! Die wollte ich nehmen. Was haben wir hier? Pistolenmunition. Ja, nice! Okay, wo können wir als... Ja, nice. Ein Rohr. Können wir runter? Ich weiß
nur nicht, wo wir hin müssen. Aber sehr geiles Intro, ey. Ohne Witz, sehr, sehr geiles Intro. Und ich heiße euch nochmal herzlich willkommen, Freunde. Hupt! Zu Far Cry 5. Diesmal sind wir nicht in der Vergangenheit. Wir sind nicht. Ja doch, wir sind eigentlich in der Gegenwart, ne? Wir sind nicht in Nepal, wir sind in Hope County in der USA. Und ich weiß gar nicht, wie heißt. Unser Protagonist hier heißt ja Rookie, ne? Können wir das irgendwie als Ablenkung anmachen? Oder können wir da vielleicht den Körper reinstecken? So like Hitman oder so? Ich bin mal echt gespannt, ob wir hier gut durchkommen werden. Dieses Spiel hat echt zu Recht den Hype bekommen, was es wirklich verdient hat. Aber Joseph Seed hat noch nicht sein Todesurteil bekommen. Aber ich weiß nicht, was die jetzt probiert hätten, wenn die Joseph wirklich mitnehmen hätten können, was sie mit dem gemacht hätten. Weil die hätten ja so oder so probiert, den irgendwie zu befreien. Alter, ich höre überall Gegner, ne? Da ist ein Tier. Okay, da vorne ist wieder was. Können wir eigentlich Steine werfen wieder zur Ablenkung? So unendlich Steine wieder haben? Das wäre voll gut. Oh, fuck. War ich das? Wollte ich gar nicht. Alter. Ich habe mich jetzt schon in das Spiel verliebt, Freunde. Dreh dich nicht um. Der Plumpsack geht um. Oh, Scheiße. Du siehst mich nicht. Dreh dich nicht um. Der Stock, der geht jetzt um. Yo, voll auf Kopf. Ey, geil, Mann, wie liegst du da? Yo, es geht ab. Kann ich den jetzt verbrennen? Weil da war ja ein Benzinkanister. Kann ich den... Oh, scheiße, ich kann selber verbrennen. Ich leg den mal hier hin. Okay, das war jetzt nicht so schlau. Oh, ich wollte nicht in deine Balls hauen, sorry. Okay, mit F können wir auch normal zuschlagen. Ich weiß gar nicht, ob es das in den anderen Far Cry Teilen schon gab. Ja, so passt schon. Ich weiß gar nicht, ob das in den anderen Far Cry Teilen auch so war, dass du einfach so zuhauen konntest. Oh. Okay, mit linker Maustaste kann ich auf jeden Fall zuhauen, aber mit F. Das war mir neu. Aber ich würde wirklich gerne dahinter noch gehen. Renn mal ein bisschen schneller. Ich will unbedingt gucken, was da hinten noch ist. Ich will natürlich so viel mitnehmen, wie es geht vom Spiel. Beeilung! Einer von denen sitzt in Roys Wohnwagen fest! Wir kriegen ihn. Der Vater wird dafür sorgen. Sind hier zwei Stück? Du verkriechst dich also in einem Loch? Nein. Und ich finde es ja geil, weil wir spielen ja die... Ja, da hast du recht, mein Freund. Wir haben die Gold Edition gekauft. Du hörst nicht so einfach davon, Tom. Das hoffe ich doch. Hallo? Hallo? Und zwar spielen wir, wie gesagt, die... Ich habe sie verloren. Ich sehe einen Wohnwagen in der Nähe. Ja, ich komme gleich. Und zwar, wir spielen ja die Gold Edition und dort sind drei DLCs enthalten. Darunter Blood Dragon und die anderen zwei kenne ich gar nicht. Aber auf jeden Fall ist ein Zombie-Modus mit dabei, ein Alien-Modus. Und noch irgendwas, was ich gerade vergessen habe. Hier in den Löchern gibt's Klapperschlangen, weißt du? Ja,
Pass mal auf, dass du da nicht selber reingehst. Dazu kriegen wir noch Far Cry 3. Jo. Dazu kriegen wir noch Far Cry 3. Kostenlos dazu. Ich weiß, das ist jetzt nicht mehr so teuer, aber ich sag mal hallo. Kostenloses, volles Spiel, eine Vollversion. Jetzt nicht irgendwie nur eine Demo. Ja, aber du kannst auch mal hinter dich gucken, aber das machst du ja nicht. Oh, ich bin voll. Aber nicht mit Alkohol. So, du legst dich jetzt mal da hin. Ja, ich... Aber warum wurde der jetzt markiert? Das würde ich mich jetzt... Das frage ich mich gerade echt. Hier drüben ist keiner mehr. Ich renne mal weiter. Okay, eine Ausdauerunsage haben wir nicht zum Glück. Aber naja. Ach, wir kriegen immer neue Äste. Ich habe schon gedacht, hey, der Ast geht ja einfach nicht kaputt, aber wir kriegen immer neue Äste. Was ist denn hier? Warte, da ist doch einer. Oh, und wir können wieder werfen. Geil. Ja. Das zwei? Ja, es sind zwei. Ja, es geht wieder Steine werfen. Geil. Was Scheiße? Boah. Tschüss. Geil. Hä, gar nicht wahr? Ich bin hier gar nicht. Machen wir Schluss. Gepriesen sei der Vater. Bugs sind zwei. Es ist Jagdzeit. Vor einer Sekunde war er hier. Mach mal halblang. Für dich ist Eden's Gate geschlossen, Sünderin. Töten wir sie alle. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Er ist einfach tot. Fuck. Ich glaube, es waren die letzten zwei, ne? Ja. Das waren die letzten zwei. Ups. Ja, ich kann eh nicht mehr tragen. Das ist nicht so geil gerade. Ah, der ist doch bestimmt nicht allein. Ne? Ist das eine echte Leiche? Wahrscheinlich schon so krank wie der Bastard ist. Boah. Oh, was haben wir denn da links? Gewehrmunition für was? Hallo? Oh, ich wollte. Ich gehe mal auf Tab für Inventar, weil ich zu viel PUBG gespielt habe. Sorry, Freunde, sorry. Schau mal, ich will mich hier noch ein bisschen umschauen. Kann man hier reingucken noch? Nee. Okay, ist nichts mehr. Nö. Gut, ab geht's rein da. Rookie, tut mir leid. Ich dachte, dich hätte erwischt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sicher den Raum, Rookie. Oh Herr Gott. Ich hatte ja keine Ahnung. Fuck. Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammter Psychopathen. Glaube ich. Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Ja, geil. Danke dir. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher mit der gottverdammten Nationalgarde. Und wir erledigen den Rest von...